So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen hier auf meiner Seite der Kamera und ein Review meinerseits, nämlich zu dem neuen Spiel Far Out, was heute auf dem Markt erschienen ist. Es sollte eigentlich schon vor 2-3 Tagen releasen, aber der Termin hat sich leider verschoben auf heute aufgrund von irgendwelchen mangelnden Problemen, beziehungsweise mehrere Probleme, mangelnde Fertigkeitserscheinungen, möchte man sagen. Okay, und wie gesagt, dafür konnte man das Spiel für ein Appel und für ein Ei jetzt inzwischen holen. Man hat ein bisschen Rabatt heute noch dafür bekommen und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das ist so ein bisschen wie Alien Civilization, sagt GameStar, nur für Indie-Liebhaber. Also auch wieder so ein bisschen Science-Fiction, aber mit mehr Survival-Elementen beziehungsweise ein bisschen mehr Horror-Elementen, genau. Ich merke gerade, dass die Empfindlichkeit relativ gering ist. Ich muss sie gerade mal schnell verändern. So, bestätigen, continue. Jetzt ist tipptopp. Okay. Und wie gesagt, das ist nur ein Preview. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, es laufen hier nicht die ganze Zeit nur Science-Fiction-Games auf meinem Kanal. Aber ich wollte das Spiel auf jeden Fall unbedingt mal ausprobieren. Und wundert euch nicht, warum das so ein bisschen unscharf ist bei der Bewegung. Das ist bei mir im Spiel hier auch. Und das ist auf jeden Fall, hat das noch seine Ecken und Kanten, weil ich habe jetzt sicher 20, 30 Minuten gebraucht, bis ich im Spiel drin war. Da hat sich die Auflösung verändert und dann war wieder das und dann war wieder dieses. Oh Gott, das war einfach so schlimm gewesen. Ich möchte nur noch mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas verändern kann, damit das nicht so, keine Ahnung. Na, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich tue auf jeden Fall einfach nur mich etwas langsamer bewegen, was die Steuerung betrifft. Und dann kommt das schon gut. So, also mit rechter Maustaste können wir Sachen aufheben. Oder Objekte greifen einfach. Das kennen wir noch von The Station. Ja, gut. Tipptopp. Was ich jetzt herausfinden will, ist natürlich, wie ich meine Kleidung bekomme. Wir sind hier im Weltraum und es ist relativ kalt, kann ich mir vorstellen. Und lange würden wir das nicht wollen, so hier einfach rumzustehen. Können wir den anziehen? Ne, wir können den nur hochheben. Okay, dann gucken wir mal, wie wir hier die Schleuse öffnen. Oh, das regt mich schon auf mit diesem Umschärfen. Ich hoffe, ihr findet es nicht so schlimm. Okay, gucken wir mal. Machen wir mal die Schleuse auf. Hello? Hallo? Anyone there? Ist hier jemand? Where are the others? Wo sind die anderen? Nah, still in SA, I suppose. Ah, okay, gut. Yes, I need to make the wake-up calls then. Okay, hier kommen wir nicht einfach rein. Oh, warte, doch, hier können wir aufmachen. Geh mal weg, oder? Nee, das ist kein Schalt. Doch, ist das ein Schalt? Ich will den drücken. Kann ich nicht? Clearly I know what I'm doing. Okay, also wie gesagt, das soll angeblich ein bisschen mehr spannende Elemente haben, beziehungsweise so ein bisschen Horror-Elemente. Da soll es so ein bisschen ums Überleben im Weltraum gehen. Und das fand ich schon relativ interessant. Boah, ist ein Müll hier. Vielleicht finden wir hier aber irgendwas zum Anziehen. Oh, nur ein kleiner Kiefer, guck mal da. Bam, draufkriechen. So, oh, warte mal, mein Handy hat gerade vibriert. Welcome, Captain. Hat da einer geklopft oder so? Oder war ich das jetzt? War ich auf die... Ah, das war ich gewesen. Haben mich das schon fast erschreckt gehabt, ey. Kann man da aufmachen? Nee. Leute, wir brauchen Kleider. Es ist kalt. Also in die Schlafkammern kommen wir anscheinend nicht einfach so rein von außen. Entweder muss man die von irgendeiner Brücke aus aufmachen oder man braucht irgendwelche Zugangscodes dafür. Aha. Oh, was haben wir hier? Oh cool, können wir ein bisschen spielen. Oder auch nicht. Was ist das hier? Also...
Ich würde das gern aufheben. Darf ich das aufheben? Nee. Ah, mit rechter Maustaste hält man das gedrückt. Shower Control. Das sagt mir natürlich sehr viel. Ich kann die aufmachen hier. Und dann können wir uns da reinlegen, Leute. Und dann machen wir dazu. Und dann war es das mit dem Part. Dann ist das fertig. Dann habt ihr mich nicht mehr an der Backe. Dann schlafe ich erstmal ein paar Jährchen. Guck mal, eine Batterie. Sicher noch Duracell. Machen wir Schleifwerbung. Nee, ist aber nicht. an dieser Stelle natürlich kein Product Placement, ne? Was haben wir hier? Guck mal, hier können wir Zahlen eingeben. 1, 1, 1. Enter. Ey, da schreit einer. Wo schreit denn hier einer? Die ist hinter der Tür, da schreit einer. Ja, scheiße, aber wie kommen wir da rein? Ich weiß doch nicht, wie wir da reinkommen. Sag mal her. Steht hier irgendwo ein Code oder so? Ja, ich komme nicht rein. Gib mal einen Code. Ja. Super. Wir haben ja auch nur, keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten. 999? Okay, wir müssen uns schon ein bisschen umgucken. Ich habe keine Ahnung, wie wir sonst da reinkommen. Leute, an dieser Stelle vergisst nicht, das Video zu bewerten, wenn ihr wisst, wenn ihr sehen wollt, wenn ihr möchtet, dass ich einen weiteren Part noch davon mache. Es ist genau dasselbe Prinzip wie bei The Station. Je nachdem, wie ihr das Video bewertet, sehe ich ja, ob ihr Bock habt auf weitere. Dauer ist nur wirklich ein Preview ist meinerseits. Und wenn ich sehe, hey, ihr habt keine Lust mehr, werde ich das ganze Projekt abschließen, noch ein letztes Wort zu dem Game geben. Und das war's dann auch schon. Guck mal, sehr stromsparend. Nur wenn man sich in einem Bereich befindet, fängt das Licht an zu brennen. Ich merke aber, dass wir hier nicht wirklich weiterkommen. Was haben wir hier? Ah, ist nur so eine Kiste. Aber da hinten hat eine geschrien. Also wir kommen hier auf jeden Fall nicht rein. Wir müssen da hier vorne irgendwas machen. Oh, wartet, hier geht's noch... Aber die geht nicht auf, die Tür, ne? Nee, die geht nicht auf. Gedrückt halten? Nee. Clearly I know what I'm doing. Und hier oben? Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Was haben wir hier? Oh, wenn man jetzt weiß, was machen auf dem Raumschiff, einfach mal ein paar Knöpfe drücken, ne, meine Freunde? Am Ende öffnet man noch so eine Lüft... am Ende öffnet man noch irgend so eine... wir haben die Tür aufgekriegt. Irgend so eine Luftschleuse und dann haut sie uns da weg bis zum Jupiter. Was haben wir hier? Sag mal her. Guck mal, die haben ja auch Karten gespielt. Oh, erstmal was trinken, Leute. Ja, lecker, lecker, lecker. Das ist Cola hier, ne? Ah, da kommt einfach so Kaffee raus. Nee, da kommt was zu essen raus. Geh mal her. Wir müssen nochmal was essen, das tut gut. Können wir nicht. Okay, nicht so schlimm. Da liegt ein kaputtes iPhone 15. Lass mal gucken. Ja, typisch wie in unserer heutigen Zeit. Sprung in den Display. Meins ist noch ganz. Guck mal, dann haben wir wieder einen Käfer hier am Boden. Kann man den auch hochheben? Nee. Wir sind echt draufgetreten. Leute, das war keine Absicht. Ich habe nie gewusst, dass das passiert. Hä? Ich bin Tierliebhaber. Ich mache sowas eigentlich nicht. Also jetzt ohne Scheiß. Ich mache sowas nicht. Hier haben wir Tetris liegen. Ne? Das ist ein Spiel. Ah, okay. Ja. Ist ja alles ganz schön und gut hier. Aber da unten ist eine halb am Verrecken. Und wir gönnen uns erstmal hier eine Cola. Sind wir jetzt schon wieder auf so ein Ding draufgetreten? Wir laufen einfach mal, ne? Hier scheint irgendwas kaputt zu sein. Also hier ist ja irgendwas vorgefallen auf dem Schiff. Ich finde von diesen kleinen schmalen Röhrengängen hier, es erinnert es extrem krass an den Millennium Falcon von Star Wars, wenn euch das was sagt. Also wem sagt das nicht was, aber ja, also ich finde, das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Wir sind auf der Brücke, so wie es aussieht.
Okay. Aber bis auf... Lass mich aber nicht sagen, dass wir wieder 1000 Knöpfe drücken können. Nee. Leute, ich glaube, bevor wir uns hier umgucken und uns richtig bequem machen... Was ist das? Oh, wieder so eine Energiezelle. Was brauchen wir die denn, diese Energiezellen? Das ist genau dasselbe Prinzip. Am Ende ist es noch von denselben Machern, müsst ihr gucken. Ich gehe jetzt mal dahin, wo das Loch in der... in der Wand war. Vielleicht können wir da eine Energiezelle reinballern und dann ist wieder alles gut. Nee, du kommst schön mit hier, mein Freund. So. Wo war denn das gewesen? War das hier? Nee. Aber ich glaub's fast nicht, dass das so ist. Hier. Da, rein. Nee, kann man nichts machen. Okay, ist alles nicht so schlimm, denn wir können immer noch die Knöpfe drücken. Schön. Okay, wir sollten auf jeden Fall nochmal runtergehen, jetzt schnell. Und gucken, wie wir unserer Kollegin da helfen können, die da unten rumschreit wie am Spieß. Schreit die da noch rum? Seid mal ruhig, Leute. Nee, ist ruhig. Ist tatsächlich ruhig. Da schreit keine mehr. Aber ich könnte schwören, dass vorher da einer geschrien hat. Ja, dann ist alles gut. Dann können wir wieder hochgehen. So, gehen wir mal hier nach rechts. Ich will mich erstmal wirklich ein klein wenig umgucken, dass ich hier eine gewisse Orientierung finde. Kann ich auch irgendwas drücken? So Karte aufrufen oder irgendwelche Tasten? Nö, alles gut. Okay, was haben wir hier? Wieder irgendwelche komischen Kanister. Oh, guck mal, hier ist eine Tür, die man aufmachen kann vielleicht. Sind wir nur so groß oder ist die Tür nur so klein? Ich glaube, die Tür ist so klein. Was haben wir hier? Was ist denn das? Wir haben eine Lampe gefunden! Nice! Und was haben wir hier? Ein Helm! Komm, den will ich... Nee, oh schade, ey, guck mal, wie cool der aussieht. Den hätte ich gern angezogen. Okay, alles nicht so schlimm, Leute. Eine Lampe ist schon mal Fortschritt. Da scheinen wir... Können wir da aufmachen? Nee, das sind keine Knöpfe. Okay, was haben wir hier noch? Können wir nicht gebrauchen. Ja, können wir auch nicht gebrauchen. Das sind wieder irgendwelche Energiezellen. So. Hier ist auch nicht wirklich etwas. Ein Tonbandgerät. Machen wir mal Play. Ich höre nichts. Ich glaube, ich habe auch auf Aufnahme gedrückt, nicht auf Play. Mann, warum liegt hier ein... Super, ey, können die hier nicht mal ein bisschen ordentlich Ordnung halten? Was haben wir hier? Ich will wissen, was das ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, die Lampe, die hält ein bisschen und geht nicht wie bei, sag schon, The Nightfall, alle 2 Minuten aus. Wir müssen erst mal Batterien suchen. Ah, jetzt sieht man noch ein bisschen mehr, das finde ich geil. So. Ja, ja, wenn es mich nicht täuscht, das ist der Jupiter und das ist der Saturn. Und da haben wir die Erde, Leute. Da hinten ist die Erde. Glaubt mir, vertraut mir, ich bin Fachmann auf dem Gebiet. Ihr könnt mir da vertrauen. Einfach mal wieder ein paar Knöpfe drücken, wenn man nicht weiß, was machen. Ah, guck mal, jetzt kann man die Lüftung anschalten. So wie hier Nebel und Dunst ist, wird das auch gar nicht mehr so... Oh, wir können die Treppe hochgehen. Wollen wir das schon machen? Nee, wir gehen erstmal noch da hinten gucken, was da ist. Guck mal, erstmal hier die Lüftung anschalten. Warum ist denn die überall ausgeschaltet? Das kann es ja auch nicht sein. So, erstmal ein bisschen Stromverbrauch hier. Da liegt ein Staubsauger. Wenn alles nichts hilft, Leute, dann saugen wir halt erstmal eine Runde hier das ganze Raumschiff. Der ist sicher von Dyson. Mal hier ein Fenster aufmachen. Also sieht aus, als wäre hier schon länger keiner mehr am Saubermachen gewesen. Hallo! Hat einer dagegen geklopft? Hey, ich will da rein! Komme ich da nicht rein? Hallo?
Nee, da komme ich nicht so einfach rein. Warum nicht? Ich will da aber rein. Können wir hier irgendwas machen? Auch nicht. Mann! Hier haben wir doch noch einen Knopf oder irgend sowas. Machen wir einfach mal voll. Clearly I know what I'm doing. Was war das? Not. Uh-oh. Was? Was? Feuer ist... Ich hab's nicht lesen können! Hä? Was? Wir müssen rennen! Aber wohin? Hä? Ja, ist das überhaupt schlimm? Was ist denn los? Ich glaube, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht. Wir gehen mal hier die Treppe hoch, weil wir wissen, wenn Feuer ist, immer nach oben, Leute. Ja, nee, mach doch... Willst du mich verarschen? Mach doch auf! Oh, wir werden sowas von sterben! Gut, wir kommen hier nicht rein. Oh, da sieht man unseren Hals. Mit Wirbelsäule und allem drum und dran. Mann, loslassen? So. Lampe bitte mitnehmen. Nö, ist ja gar nicht schlimm. Ist nur ein bisschen laut alles. Da können wir nichts mehr machen. Aber dafür können wir jetzt hier rein. Ah, da unten ist Feuer. Jetzt verstehe ich das. Alles kein Problem, Leute. Ich bin Mechaniker. Mann, was müssen wir denn machen? Hier, friss. Nee, hilft auch nicht. Okay, wir müssen hier weg. Kann man hier ein paar Knöpfe drücken? Da. 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 Ich glaube, so würde ich mich wirklich auf dem Raumschiff verhalten, wenn irgendwas notfallmäßig wäre. Hier liegt Blut am Boden. Super, 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 super. Einfach mal ein paar wild ein paar Knöpfe drücken. Ah, super, hier. Ja, kann man das Gebimmel nicht auch ausschalten mal? Was ist denn hier los? Wer schreit denn da so rum? Sind wir am Bluten? Nee, oder? Quatsch. Ich würde das gerne aufmachen hier. Nein. Mann, hat sie wenigstens irgendwelche Feuerlöscher oder so? Nee, hat's auch nicht. Jetzt nur so ein Staubsauger. Mann, was muss ich denn machen? Okay. Ja, nun Leute, ich glaube an der Stelle tue ich den Part mal beenden. Wir kommen ja von 20 Minuten jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, bewertet doch ruhig das Video positiv oder stimmt oben in der Infocard ab, ob euch das Video gefallen hat oder ob ich noch einen Part machen soll, um herauszufinden, was hinter den Schreien und hinter den Geklopfe liegt. Ich würde auf jeden Fall gerne noch ein, zwei Parts weiterspielen. Mal gucken, was hier abgeht. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Habt einen schönen Abend. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Euer Nier, haltet die Ohren steif und ciao!